Herr Lux, Brexit, das ist das Thema, worüber Sie ganz zum Schluss der Tagung sprechen werden. Das brennt natürlich einigen Unternehmen unter den Nägeln. Jetzt wollte ich Sie fragen, was Stand der Verhandlungen ist. Ja, der Stand der Verhandlungen ist der, dass es noch keinen Abschluss der Verhandlungen gibt. Und die Verhandlungen gehen darüber, was sind die Bedingungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union. Und was vorgesehen ist, wenn dieses Abkommen zustande kommt, ist, dass es dann noch eine Übergangsfrist bis 2020 gibt und dann werden die Folgen des Brexit erst zu spüren sein. Wenn das Abkommen aber nicht zustande kommt, dann werden die Folgen des Brexit bereits am 30. März 2019 zu spüren sein. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Presse schon einiges immer wieder zum Vorschein kommt. Es ist alles ein bisschen verwirrend. Können Sie vielleicht, was die Verhandlungen anbelangt, ein bisschen Ordnung in die Sache bringen? Ja, es gibt eigentlich nur eine große Frage, die noch offen ist, die mit Deutschland überhaupt nichts zu tun hat. Und das ist die Grenze zwischen Irland und Nordirland. Die EU hat vorgeschlagen, und das ist seinerzeit auch von Frau May akzeptiert worden, dass, wenn man keine bessere Lösung findet, der Nordirland so behandelt werden soll, als ob es weiterhin in der EU ist. Und das Vereinigte Königreich hat in diesem Punkt insofern ein Problem, als sie sagen, dann muss ich ja Waren, die von Nordirland in das Vereinigte Königreich geliefert werden, so behandeln, als ob sie von außerhalb des Vereinigten Königreichs kommen, also eine Zollabfertigung haben. Und das ist im Moment der große Streitpunkt. Es gibt da zwei Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist die, dass das gesamte Vereinigte Königreich für eine Weile noch in der Zollunion bleibt. Dann braucht man keine Zollabfertigung. Und die zweite Lösung, die die EU auch vorschlägt, ist die, dass man sagt, na ja, der Handel zwischen Nordirland und dem Vereinigten Königreich findet ja nur auf dem Seeweg und auf dem Luftweg statt. Und dann kann man ja besondere Verfahren vorsehen, die das Ganze möglichst vereinfachen. Und das ist auch der Vorschlag der EU-Kommission. Wie können sich deutsche Unternehmen vorbereiten? Sie sagen jetzt zwar, alle anderen Punkte außer die Irlandfrage ist geklärt. Trotzdem ungeklärt scheint zu sein, wie sich deutsche Unternehmen vorbereiten können auf die Brexit. Ja, das Problem ist ja eigentlich ganz einfach. Das Problem ist, dass wir heute nicht wissen, ob der Brexit, was die zoll- und steuerrechtlichen Verfahren angeht, bereits zum 30. März stattfinden wird oder ob das eben erst zum 1. Januar 2021 stattfindet. Das ist die große Schwierigkeit und das ist auch die einzige wirklich wichtige Frage. Und was ich sage, ist eben, es genügt nicht zu hoffen, dass das Ganze noch bis Januar 2021 dauert, weil es ja möglich ist, dass das Ganze bereits zum 30. März nächsten Jahres stattfindet. Und auf diesen Fall muss man eben vorbereitet sein. Im Grunde genommen auf das Worst Case. Genau. Und wie soll diese Vorbereitung dann ganz konkret oder wie kann diese Vorbereitung ganz konkret aussehen? Ja, die Vorbereitung sieht eben so aus, dass man sich darauf einstellen muss, dass im Falle des Worst Case Warenlieferungen von Deutschland ins Vereinigte Königreich mittels einer Ausfuhranmeldung beim Zoll angemeldet werden müssen und dass man diese ganzen Zollverfahren einhalten muss, auch in Mehrwertsteuer. In rechtlicher Hinsicht gelten dann die Regeln für Ausfuhren in Drittländern. Und ein weiterer Punkt ist, es mag ja auch Waren geben, die man vor dem Brexit oder nach dem Brexit in das Vereinigte Königreich geliefert hat und die dann wieder zurückkommen, weil sie zum Beispiel defekt sind oder repariert werden müssen oder weil man sie nicht verkaufen konnte. Und da muss man dann die sogenannte Rückwarenregelung in Anspruch nehmen und dafür sollte man die erforderlichen Dokumente dann rechtzeitig schon aufbewahren oder sogar erstellen, dass man dann die Rücklieferung auch möglichst einfach vornehmen kann. Herr Lux, haben wir das Thema jetzt in der Kürze der Zeit weitestgehend abschließend besprochen? Oder gibt es vielleicht von Ihrer Seite noch einen wichtigen Punkt?
Nein, abschließend haben wir das nicht besprochen, weil ja noch so viele andere Fragen auch anzusprechen sind, zum Beispiel in der Automobilindustrie werden die Waren mehrfach hin- und zurückgeliefert vom Vereinigten Königreich nach Deutschland oder nach anderen Mitgliedstaaten. Das sind natürlich komplexe Liefervorgänge und die muss man auf den Prüfstand stellen, ob man wirklich eine Ware 5 oder 6 Mal beim Zoll anmelden will oder ob man nicht die Supply Chain anders organisiert. Das würde ich sagen, das ist noch ein sehr wichtiger Gesichtspunkt und Supply Chain anders organisieren, bedeutet unter anderem auch zu prüfen, ob ich diese Teile, die ich aus dem UK beziehe, ob ich die nicht auch in der EU mir beschaffen kann mit wesentlich weniger Schwierigkeiten. Das wird einiges verändern. Herr Lux, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.